Frank, ein Hessern-Tour. Heute sind wir mal hier am Edersee und wollen mal eine Runde Adventure-Golf spielen. Viel Spaß dabei. Wenn du damit dein Geld ja, begleitet werde ich heute mal von meiner Tochter und von meinem Schwiegersohn. Die wollen sich das Ganze mal angucken. Also hier der Adventure-Mini-Golf hier am Edersee, der ist quasi so aufgebaut, also die ersten neuen Bahnen, die sind nach dem Brüder Grimm-Märchen aufgebaut und die weiteren Bahnen von 10 bis 18 sind nach Sehenswürdigkeiten von dem Edersee bzw. hier dem Kellerwald und dieser ganzen Region quasi aufgebaut. Ne? Ja, das ist so das Highlight. Ja, und das Besondere an dem Adventure-Mini-Golf ist, das kommt eigentlich aus der USA. Und es wird nicht wie beim klassischen Minigolf nacheinander gespielt, bis quasi einer das Loch erreicht hat, sondern alle spielen gleichzeitig. Aufgrund von der Länge von den Bahnen, weil die extrem lang teilweise auch sind. Ja. Ja, und das jeder hat eine andere Ballfarbe dann. Genau, und jeder hat eine andere Ballfarbe, ne, okay, dass man die dann auseinander unterscheiden kann, die Bälle. So, wir starten jetzt bei der Bahn 1, logischerweise. Und wir haben jetzt also 7 plus 1 Schlag. Erreicht der Spieler mit 8 Schlägen das Ziel nicht, werden 10 Punkte aufgeschrieben. Los geht's. Und wir starten hier bei der Brüder Grimm Bahn. Nee. Doch. Heike fängt jetzt an. Ist ein Hindernis. Da muss eben sie darf kommen. Nicht in die Sandgrube. Was ist, wenn sie jetzt da reinkäme? Dann hat sie einen Strafstoß. Strafstoß. Muss sie von vorne wieder anfangen. Ach nee, nur einen Strafstoß. Ja. Ach so. So. Mit 2 Schlägen. Und dann gibt es eben halt hier. Das ist mit 2 machbar. Mit 2 Schlägen. 4 Schlägen und so weiter. Was er draus macht, das schneidet Erde dann raus.
wollte ich eigentlich auch hin in die Richtung. Oh, Katharina hat es mit zwei Schlägen geschafft. Also Bahn Nummer 2 ist die Rapunzelbahn. Ja, also das Loch befindet sich quasi ganz weiter hinten, also sieht man jetzt von hier nicht hinter dem Turm. Entweder man spielt jetzt quasi durch den Rapunzel-Turm im besten Fall durch und dann geradewegs auf das Loch zu oder außenrum. Ist diese Bahn machbar? Ja, das geht bei mir nicht. Ja, aber nicht schlecht. Schon mal mittendurch. Und nicht in der Sandgrube gelandet. Klasse. Ja, Katharinchen spielt an der Seite vorbei, aber auch noch. Ich hab auch direkt rangekommen. Ja? Was ist die Sandgrube? Bernhard darf gleich weiter, weil er am weitesten entfernt ist. Grün ist weiter. So, jetzt stehen wir hier an der Bahn 3. Das ist die Rotkäppchenbahn. Ist jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen schwer zu erkennen. Ist jetzt keine typische Märchenfigur von Rotkäppchen zu sehen, aber sie heißt jetzt trotzdem so. Also hier bei der Bahn haben wir jetzt keine Sandbahn, also jetzt kein Hindernis, wo man jetzt irgendwie, also eine Sandbank quasi, wo man jetzt einen Strafpunkt kriegen könnte. Also man muss jetzt einfach versuchen, quasi um die Hindernisse, um die Steine drum herum zu spielen. Und diese Bahn ist der Vorschlag, kann man mit 3 Schlägen schaffen. Kann, muss nicht. Felsen. Heike ist jetzt am weitesten entfernt. Das ist ja. Pflegeabstand, ne? Das wäre jetzt ein Schlägerabstand. Ja. Dann spiel mal um den Felsen. Ah, sucht sich den Weg. Sammelt sich da, wo alle liegen. Bernhard misst erst aus. Der Blaue ist weiter weg. Ja. Fast. Rot ist dran. Schwierig. Alles. Zweiter Schlag. Grün. Hey, warum spielst du meinen Ball an? Das ist doch nicht gewartet, wenn die beiden sammeln. Ja. Bernhard ist am weitesten weg, also. Jetzt bin ich am weitesten weg. Jetzt ist grün. Aus! Oh. Ja.
Jetzt freut sie sich wieder, jetzt hat sie eingelocht. Ich freue mich nicht. Oh, Bernhard ist auch fertig. Jetzt muss ich spielen. Katharina. So Leute, jetzt stehen wir hier vor der Bahn 4. Das Ganze nennt sich die Dornröschenbahn. Hier fangen wir jetzt quasi an, auf diesem Hügel hier zu spielen. Ne? Das ist der Abschlagpunkt. Man muss dann versuchen, über die Sandgrube, die gleich unter dem Hügel ist, drüber zu spielen. Ne? Sonst gibt es wieder einen Strafpunkt. Beziehungsweise dann kommt schon der nächste Hügel wieder da drüber zu spielen und da hinten in das Loch. Man kann diese Bahn mit 3 Schlägen schaffen. Soll machbar sein. Probieren wir mal aus, ob das so funktioniert. Das ist eigentlich von der Sackgrube. Ui. Oh, Heike hat noch nicht mal das Hügelchen geschafft. Außerhalb des Zauns. Das war jetzt kein guter Schlag von mir. Irgendwie habe ich den Schläger verzogen. Bernie ist dran. Auch nicht geschafft. Glück gehabt, dass er nicht in der Sandgrube liegt. Katharina fängt quasi nochmal von vorne an. Ja. Dö, dö. Ja, und musst du dann auch wieder umgehen. Noch einmal neu starten. Heike. Heike muss sich da erstmal freifummeln. Hat natürlich jetzt einen Vorteil. Da liegt jetzt dicht dran. Also Heike braucht jetzt die nächste Zeit erstmal nicht zu schlagen. Also Katharina Nummer 3. Versucht. Ja. Bahn diesmal nicht verlassen. So, Bernhard. Jawohl. Drin. Der Hesse ist wieder einmal am Zuge. Es war ein kräftiger Schlag, deswegen ist er es übers Loch geholt. Würde er es schaffen? Nein, er kommt näher. Aber wie gesagt, beim nächsten Mal. Oh, knapp vorbei. Grün. Nein, 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 nein. Jetzt ist der Frank der Hesse wieder dran. Das ist jetzt sein 6. Schlag. Was denkst du dich eigentlich da vor mich? Das ist sein 6. Schlag. Er ist ganz konzentriert und hat getroffen.
sehen. Freunde, jetzt stehen wir bei der Bahn 5. Das ist die Hänsel- und Gretelbahn. Ich weiß jetzt gar nicht, haben wir hier eine Sandgrube bei der Bahn? Nee, eine Sandgrube haben wir nicht. Also in dem Sinne schon mal, zumindest nicht von der Sandgrube her, dass es einen Strafpunkt gäbe. Man muss jetzt bei der Bahn 5 versuchen, bei der Hänsel- und Gretelbahn quasi zwischen Hänsel und Gretel durchzuspielen. Um dann, dahinter steht ja das Hexenhaus, um dann durch das Hexenhaus, da unten befindet sich wie so ein kleines Mauseloch, den Ball durch das Haus zu spielen und dann am anderen Ende ist dann quasi das Loch. Diese Bahn soll mit 4 Schlägen, oder kann man mit 4 Schlägen schaffen. So sagt es der Plan. Da bin ich auch mal gespannt. Ich glaube noch nicht dran. Hesse ist jetzt am Aufschlag, ganz ruhig, ganz konzentriert. Kann man das echt erkennen? Sein erster Schlag. So, die Figuren hat es schon mal geschafft. Ein bisschen weiter schon, aber er ist immer noch weit dahin. So, jetzt gucken wir mal, was der Bernie macht. Auch durch. Jetzt dürfen alle außer Bernie, weil er ist ja am dichtesten dran. Heike hat jetzt ohne zu zielen einfach drauf losgeschlagen. Und was passiert? Das Ding liegt fast vom Loch. Fast. Nicht zu glauben. Eigentlich Natur, Holz. Ja. Frank Ramme Hesse ist jetzt der zweite Schlag. Er ist voll konzentriert. Stein. Hat leider vor seiner Tochter den Ball. Er versucht, hat aber nicht das Loch getroffen. Ah. Bernie ist dran. Bernie, nicht um die Hütte? Doch. Darf man auch. Ach, das darf man auch. Ja, deswegen ist ja auch hier grün. Pink ist jetzt dran. Pink hat jetzt ein Problem. Oh! Katharina hat jetzt gleich Pink und Grün geschlagen. Und? Haha. Ach so, okay. Macht man das jetzt? Ach, der Bernie hat sie wieder rausgekriegt. Pink ist dran. Pink ist dran, na toll. Pink und Grün, ne? Habt ihr aufgeschrieben? Ja, ein Schlag. Jetzt mit voller Wuchte. Tja. Mit richtig voller Wuchte. Ich glaube, das geht auch ein bisschen hoch dann. Ja. Das geht hoch, ja. Ich habe mich auch immer gefragt, warum kommt denn der immer nie an? Hä? Ja, der Grüne ist weg. Der Grüne ist raus. Pink ist wieder nochmal dran. Ja, extra so platziert. Also Heike hat jetzt ohne zu spielen doch schon ihren Ball weiter vorgekriegt. Ja. Die braucht nur einen Schlag zum Loch. Da hat sie hier 4 getroffen. Oh, komm zurück. Jetzt bin ich dran. Ich liege weiter weg. Ja.
Blödsinn da überhaupt jetzt oder spiele ich außenrum? Frank der Hesse überlegt, ob er jetzt den Spaß mitmacht durch das Loch oder wie sein Schwiegersohn im Endeffekt um das Hexenhäuschen spielt. Aber er überlegt, aber ich glaube, er spielt um das Hexenhäuschen herum. Hat ihm aber nicht gelungen, im Endeffekt liegt er direkt vor dem Loch. Die wollen alle nur von mir reingeschossen werden. Ich komme da jetzt vor seiner Tochter eben halt. Sein dritter Schlag gewesen. Ja, dann sehen wir zu. Schlag von der Katharina. Der hat jetzt schon mal einen Ball nach vorne befördert. Das ist der sechste Schlag. Ich bin wieder an der gleichen dämlichen Stelle wie eben. Und jetzt ist wieder Frank der Hesse wieder. Oh Mann. Doch mal irgendwie da durchgehen, das gibt's auch gar nicht. Ich würde außenrum spielen. Frank ein Hesse spielt lieber außenrum. Direkt vor das Moseloch. So, Katharina ist wieder dran mit ihrem siebten Schlag. Voller Wucht. Voller Wucht. Er ist draußen. Er ist draußen. Er ist draußen. Frank ein Hesse ist dran. Ich hab das mal hingekriegt. Er ist auch raus. Ich glaube, mit vier Schlägen hat es keiner von uns geschafft. Das ist jetzt dein fünfter, ne? Pink. Pink ist dran. Geht doch, jetzt muss ich den ja rein theoretisch da rein versenken, weil sonst krieg ich hier 10 oder was auch. Ah, schade. Achter Schlag. Ja, also ich kann. Was ist für eine Maschine? Nö. Kannst du den Ball aufheben? Hey, ich bin dran, Heike. Auch nicht. Auch nicht. Aber auch knapp davor. Ja. Dann versenke ich ihn jetzt mal. Frank der Hesse, 5 Striche, ist jetzt sein 6. Schlag. Ah. Vielen Dank, Frank der Hesse. Ich habe jetzt 4 Schläge gebraucht, dank ihm. So. Hier, er hat hast du das voll erfüllt. Mit 4 Schlägen geschafft. Genau. Dann will ich Heike. Deine Murmel draußen. Heike, du bist dran. Jetzt aber. Gib mir Murmel. Besser spielen ganz. Mache ich jetzt einhändig. Die Spielbahnen sind naturneutral und natürlich von Eigenhand hergefertigt und wie gesagt nach dem Märchen optimal hergestellt. Jetzt kommt eine ganz tückische Bahn. Ja, jetzt stehen wir hier mittlerweile bei der Bahn 6. Das wird jetzt noch etwas schwieriger werden. Also hier muss man, Heike steht schon richtig, quasi hier von dem Steg aus anfangen zu spielen über das Wasser. Hat man hier wieder ein, also allein schon das Wasser ist dann ein Hindernis. Hat man dann hier als nächstes dann die Sandbank wieder, wo es eventuell, wenn man da drauf landet, einen Strafpunkt gibt. Dann danach nochmal einen Stein quasi, wo man drumherum spielen muss, bis da hinten ins Ziel. Und diese Bahn heißt die Goldene Gans und soll man mit 3 Schlägen schaffen. Also, Katharina muss jetzt nochmal, weil das war Kiesbett. Ja, der ist gut. Frank ein Hesse. Erster Schlag bei der Goldenen Gans. Er ist schon mal drüber.
kein Strafstoß, aber weiter weg bis jetzt. Fast mit einem Schlag erreicht. Bernie, du bist gut. Frank Ayese, dritter Schlag. Voll konzentriert. Um den Stein herum. An den nächsten Stein. Er rollt noch und bleibt stehen. Gut. Heike, zweiter Schlag daneben. Dritter Schlag daneben. Traumagiert sich. Nee. Aber um den Stein herum. Fast nah dran. Das war jetzt mein dritter, ne? Oh, übers Loch gelaufen. Okay. Und dann vierter Schlag. Zwei Schläge. Zwei Schläge. Du bist gut. Heike hat vier Schläge. So, jetzt stehen wir hier bei der Bahn 7. Das ist die Froschkönigbahn. Das ist jetzt auch wieder, ja, eigentlich eine längere Bahn. Wir starten hier von dem Punkt und das Ziel ist eigentlich dort drüben. So, wie kommen wir da jetzt hin? Wir müssen quasi jetzt über die nächsten zwei Hügel hier drüber. Da oben in den, wo das Loch ist von dem Brunnen, in das Loch vom Brunnen rein. Somit fällt der Ball dann durch den Brunnen runter, also quasi runter, und dass er dann unter den Steinen dann da zum Vorschein kommt. Man sieht das jetzt wahrscheinlich nicht so. Da ist auf jeden Fall ein Loch bei den Steinen unten, und dass der dann, da haben wir nochmal den Froschkönig, der nochmal ein Hindernis ist und im besten Fall dann ins Loch reinkullert. Und mit wie vielen Schlägen zu schaffen? Mit 4 ist angegeben. Heike hat ihren ersten Schlag. Vors Loch gelegt. Hervorragend. Frank Ayese bei Froschkönig Pan. Erster Schlag. Hat die zwei Hürden wunderbar genommen. Ball rollt vor dem Loch. Sehr gut. Oh! Bernhard hat ihn sogar im Loch platziert, aber. Heike ist jetzt auch nah dran. Darf gleich nochmal. Und Naden durch. Kein mitgenommen. Heike, hier. Ja, ich guck mal, ob noch ein Loch ist. Hier. Da, unten ist er. Ja, aber ich wollte nochmal gucken, ob noch ein Loch ist. Heike ist jetzt führend in diesem Bahn. Jetzt ist Frank Ayese da. Nimmt auch wieder keinen mit. Er rollt ins Loch hinein und kommt dort wieder raus. Wow. Fast ein Locher gewesen, aber er ist näher dran. Leider vorbei. Ich? Nee. Ich glaube, meiner ist weiter weg. Meiner ist weiter weg, ne? 3 und die ist 4. Okay. Also
reinhalten. Strich hast du bei mir gemacht, ne? Ja. Gut. Ich glaube, ja, guck nochmal nach. Also, ja, ich habe einen gemacht. Ja. Katharina voll konzentriert und knapp vorbei. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Was ist denn da jetzt aus? Heike ist dran. Ach so, wegen dem Roten. Auch vorbei. So muss ich ihn versenken. Versenken. Frank, der ist der dritte Schlag. Ui. Und versenkt. Ja, ne? Bin ich auch dafür. Blau kann Rosa mal mitnehmen. Und Blau hat Rosa zur Seite geschoben. Aber näher dran. Hinkrieg hier. Ja, das wird schwierig, Katharina. Das ist echt ganz schwierig. Das ist volle Concentration. Ja! So, hier stehen wir jetzt vor der Bahn 8. Das ist die Bahn 8, ist Tischlein deck dich. Kann man vielleicht erkennen an den Hindernissen, wo wir jetzt quasi durchspielen müssen, von dem Abschlagpunkt um die Hindernisse drumherum. Eine Sandgrube haben wir hier nicht bis direkt zum Loch 8. Und die Bahn, was hattest du gesagt? Kann mit 4 Schlägen bewältigt werden. Heike! Ah, dann gucken wir mal, ob es einer mit 4 Schlägen schafft. Heike fängt an. Ich weiß nicht, wie die Heike das immer macht. Die legt hin und schlägt gleich ab, ja, ohne zu zielen. Also, immer auf Klasse. Das ist purer Glück. Glück. Ich treffe ja nicht. Bahn 8, Frank der Hesse, erster Schlag. Würde es schaffen, die 2 Anhöhungen zu schaffen? Tischlein deck dich. Der erste Tischbein hat er schon mal getroffen, kommt aber leider ein bisschen zurück. Wir haben hier 4 Spieler und nicht 3 Spieler. Bitte weg. Das war Bahn verlassen, noch einmal. Ah, der kommt gut. Frank Hesse, zweiter Schlag. Sehr konzentriert. Er rollt vor dem Loch stehen geblieben. Er ist führend. Aber er ist sich gleich wieder ganz zurückgerollt. Du bist immer noch dran. Ja, ja, du bist am weitesten weg. Ui. Der kommt gut. Katharina. Der kommt gut. Bernhard ist wieder dran. Kick ich den Roten. So aber nicht. Tja, ich darf leider immer noch nicht. Ich muss aussitzen. Grün. Heike ist dran. Und schiebt mich auch noch zur Seite. Pink. Katharina.
Profi. Bernhard. So nicht. Aber du willst also am Spiel bleiben, oder was? Bernhard will am Spiel bleiben, deswegen spielt er jetzt als hin und her. Alter, jetzt schickt's jetzt nach hinten. 7. Bernhard hat jetzt noch einen Schlag, dann kriegt er 10 aufgetrieben. Tja, das war's dann wohl. Katharina. Tja. Du musst immer eine Bahn geben. Genau. Meistens sind es die, die wo so ein Netz ist. Ja. Oh, übers Loch gelaufen. Ich. Frank, ein Hesse, dritter Schlag. Er ist endlich im Spiel. Und er hat einen Golfschläger geschickt. Cool. Es ist immer ganz drei Schläge schwer, hat er gebraucht. Ganz andere Gedanken, ne? Ja. So, hat irgendeiner erreicht sein Ziel? Mit 4 Schlägen? Ich bin, glaube ich, drüber, ne? Ne, 5. Und ich? Ich bin mit einem drüber. Ach so, wegen dem Ziel. Du hast 3. Ah, ich hab's geschafft. Mit 3 Schlägen. Wieso liegst du sogar noch unter den Vorgaben? Ja, ich hätte 4 gebraucht mal, und hab nur 3 gebraucht. Das war gut. Das muss man erstmal schaffen unter den Vorgaben. Wir sind jetzt bei der Bahn 9. Das ist 7 Zwerge. Na, die hat Kette. So, wir stehen jetzt hier bei der Bahn Nummer 9, die 7 Zwerge. Erkennt man auch sehr schön, sind auch 7. Gut, im Endeffekt ist es auch einfach um die Hindernisse wieder rumspielen, von dem Abschlagpunkt bis da vorne zum Loch. Sieht einfach aus. Mit 3 Schlägen soll das Ganze zu bewältigen sein. Heike beginnt. Fast mit einem Schlag geschafft. Frank, ein Hesse, erster Schlag. 7 Zwergebahn. Das war jetzt nicht gewollt. Außer Bahn. Ich weiß nicht, Bernhard hat heute die Weitschläge drauf. Er überspringt gleich 3 Bahnen. Bernhards dritter Schlag. Der kam fast gut. Er rollt ja. Ah. Frank, ein Hesse. Dritter Schlag. Dritter Schlag. Zweiter Schlag. Daneben. Aber jetzt ist Heike dran. Frank, ein Hesse, dritter Schlag. Kurz davor. Jetzt ist Blau dran. Also nicht Frank, der Hesse, Blau, sondern
Bernhard, der Hesseblau. Mit vier Schlägen. Der Papa hat erst zwei. Drei. Da hast du einen nicht vergessen. Ja. Pink ist dran. Ja. Ja, dann kommt jetzt mein Förderschlag. So, jetzt stehen wir hier an der Bahn Nummer 10. Das ist die Edertalsperre, die man hier an dieser Konstruktion sehen kann. Die ist 1:1000 nachgemacht. Also das wäre auf jeden Fall ein Hindernis von der Bahn. Hier ist der Ausschlagpunkt. Dann müssen wir versuchen, über die Edertalmauer zu spielen. Darunter, da ist noch mal ein Stein, noch mal ein Hindernis, also am besten außenrum, und da hinten ist dann das Loch Nummer 10. Und jetzt müssen wir erstmal probieren, dass keiner hier ins Wasser trifft, und für die Bahn soll man vier Schläge brauchen. Dann probieren wir mal unser Glück. Wir hatten auch mal oh, erstes Hindernis schon überwunden. Und er rollt noch. Oh, da liegen geblieben. Frank Einhesse, erster Schlag, Edertalsperre. Mit vier Schlägen zu schaffen, die Bahn. Hindernis Edertalsperre überqueren. Hat er nicht geschafft. Ich bin aber gleich nochmal dran. Nochmal eine andere Perspektive von der Edertalsperre. Frank der Hesse, zweiter Schlag. Über die Edertalsperre. Ist näher dran. Getreu gemessen. Nachgeguckt. Jede Bahn kann betreten werden, sogar die Hindernisse. Man kann so lange spielen, auf jeder Bahn, wie man gerade möchte. Es gibt keine Zeitbegrenzung. Zweitens. Heike ist dran. Heike ist dran. Aufschlag Nummer 2. Schießt auch noch Frank den Hesse noch die Kugel noch ein bisschen weiter ans Loch. Schießt du mich mit nach vorne? Anscheinend. Bernie ist gleich nochmal dran. Bernie hat heute unheimlich Schwung. Und geschafft. Das war jetzt dein dritter. Richtig. Leider vorbei. Heike. Würde ich mal sagen, trinken wir jetzt mal was.
Katharina. Ha. Wie mache ich denn das jetzt? Schnuppen. Was? Ich. Frank der Hesse, dritter Schlag. Würde er es schaffen? Kurz davor stehen geblieben. Heike. Aber Heike kommt vierte, jetzt. Vierter Schlag. Jawohl. Und hat Frank den Hessen auch noch eingelocht. Damit habe ich es dann doch mit drei Schlägen geschafft. Fünf Schläge. Wollen wir erstmal was trinken oder was? Gute Idee. Nach der 10. Bahn unterbrechen wir jetzt erstmal und machen erstmal eine Trinkpause. Ich laufe jetzt auch mal über die Edertalsperre. Hoffentlich stürze ich nicht ab. Denn balancieren ist nicht so mein Fall. Also das ist eine wunderbare Anlage hier. Auch für Kinder geeignet, mit auch, Kinderspielplätzen. Ja, auch für Kinder geeignet. Und eine super Rastmöglichkeit. Ja, und jetzt gibt es erstmal das berühmte Cookie. Das ist ein Cocktail in der Flasche. Der ist tiefgefroren, der wurde jetzt kurz erhitzt, dann wurde er geschüttelt. Und jetzt ist er wieder kalt. Ja, und jetzt lassen wir uns das erstmal schmecken. Ja, dann mal Prost. Prost. Schmeckt ausgezeichnet. Kann ich nur empfehlen. Super. Also die gelben Getränke, das war jetzt Frucht. Cocktail und ich habe einen Sex on the Beach, das ist der rote und der Bernhard hat den Mojito. So Leute, jetzt stehen wir hier vor der Bahn 11, das ist die Eder. Soll man mit 4 Schlägen schaffen. Hier vorne jetzt ist gleich quasi der Abschlagpunkt, da hat die Heike schon ihren Ball platziert, weil sie nämlich jetzt gleich anfängt. Eine Sandbank gibt es jetzt hier nicht. Es geht dann quasi von dem Abstandpunkt durch das Loch. Unter der Brücke. Und von hier drunter dann durch. Durch das Wasser. Durch die Rinne weiter hier auf die andere Seite. Wo dann da nochmal ein Steinhindernis ist. Außenrum um den Stein. Und einmal ins Loch 11. Das wäre die Bahn und die soll mit 4 Schlägen zu bewältigen sein. Gucken wir mal. Ich würde auch sagen, gucken wir mal. Ah ja. Fast. Katharina. Wer Cookies drin? Oder auch nicht. Frank ein Hesse, erster Schlag, die Eder. Nach 2 Cookies müsste er es eigentlich Zielwasser genug getrunken haben, um das Loch zu treffen. Ansonsten müssen wir da ein paar Haare dran machen. Oh, das war schwach. Das war sehr schwach. Aber ich lebe vom Loch. Also, Bernie wollte jetzt gerade mit dem Klemmbrett schon schlagen. Die 2 Cookies machen sich bemerkbar. Ein Cookie. Ein. Ach, er hatte immer einen Cookie, ja. Auch nicht. Hm. Rosa ist dran. Katharina hat übrigens ihre Mütze passend ihrem Ball angepasst.
Ich habe keine bessere gefunden. Schuh ist auf dem Tisch. Oh, drin? Super. Gibt's ja wohl nicht. Das war aber jetzt doch Kolobbällchen-mäßig. Heike? Nein. Eigentlich mal? So. So kann man es auch machen. Na, eigentlich nicht. Aber jetzt ist Schluss. Der bleibt da erstmal liegen. Nicht zu glauben. Heike bescheißt immer. Ich. Der Frank der Hesse ist. Da ich den so gut platziert habe, wird es nichts. Oh nee. Ja. Daneben. Nicht getroffen. Heike. Oh. Ja, das war's. Das war's. Ja, ich bin trotzdem noch mal, weil ich der Hintere war. Ja. Nee, warst du nicht? Doch. Nein, gib Scheiß. Machst du immer wieder. Was? Nein, ich war dran. Weil ich der Hintere war. Also unsere vier Bälle liegen jetzt einigermaßen gut zusammen. Heike. Heike darf schon wieder, liegt ganz hinten. Oh, Heike spielt schon wieder gleich mehrere Bälle und bringt die Katharina ganz nach vorne. Dadurch ist jetzt Birdie dran. Musst du dir im Weg stehen? Du spielst mir über den Fuß. Und die Heike ist da. In einem Stein. Ja gut, einer von euch beiden. Ich würde auch sagen, der Rote ist ja ein bisschen weiter nach hinten Das kann doch nicht sein. Unglaublich. Ui. Auch drin. Es donnert schon. Oh ja. Ah, nicht Schiss in den Hosen kriegen. Vorbei. Meine einer. Schlag Nummer 4, Frank der Hesse. Daneben. Und er ist wieder dran, weil er wieder weiter weg vom Loch ist. Ja. Schlag Nummer 5. Hesse ganz konzentriert am 11. Loch. Und kurz davor ist er liegen geblieben. Sehr konzentriert. Und daneben. Und ist nochmal dran. Ist nochmal dran. Das gibt's doch nicht, oder? Das ist jetzt ihr fünfter Schlag. Ja, was machst du jetzt? Ja! Das hat Glück gebracht zwischen den Beinen. Durch. Frank ein Hesse. Hast du aufgeschrieben bei mir? So, jetzt sind wir bei der Bahn Nummer 12. Diese Bahn nennt sich Buchenwald. Passend auch zum Edersee. Also der ausschlaggebende Punkt, von dem es losgeht, ist hier. Einmal über die Buche quasi drüber, über das Holz. Jetzt haben wir wieder ja, quasi ein Hindernis, so ein bisschen von dem einen Stein und dann auch wieder
Vorsicht vor der Sandgrube. Dann haben wir da hinten nochmal eine Buche stehen. Und ja, sind nochmal zwei Hügel nochmal dabei. Hier vorne sind ja nochmal so kleinere. Da hinten ist nochmal einer. Und da hinten dann das Loch Nummer 12. Und das soll mit 4 Schlägen zu schaffen sein. Heike fängt an. Sie hat es aber geschafft. Wie auch immer. Ich das jetzt. Frank Einhesse ist dran. Bahn 12. Sein erster Schlag. Er ist voll konzentriert. Gesichtsausdruck sieht man leider nicht, aber er konzentriert sich auf die Bahn. Leider außerhalb. Er müsste wieder von vorne anfangen. Das ist also ein Fehlschlag. Weil hier diese zwei Striche ist doch bestimmt dafür da, dass du da so dann in der Mitte von dem Ball sein, dass du dann da mit dem Ball nicht abschließen kannst. Volle Konzentration. Zweite Mal. Er ist aber leider noch im Spiel, aber wie gesagt, jetzt ist Bernie dran. Johnny ist der zweite, der es geschafft hat. Katharina. Heike, der Verlierer, macht einen Bauchplatscher im See, oder? Ah, ja. Ich bin zumindest schon mal näher. Frank Einhesse, dritter Schlag. Immer noch voll konzentriert. Ist immer noch weiter weg, ist immer noch dran. Er ist jetzt auf der Bahn, sie rollt, er rollt, es rollt, es rollt, es rollt. Ich bin der Erste, der gleich eine Rolle durch ist, wollte ich mal sagen. So, also wenn es jetzt dann drüber geht, dann weiß ich es ja auch nicht mehr. Ja, musst du trinken. Fix. Ich habe noch gar nichts gemacht. Was war das denn jetzt? Ich hab noch nichts gemacht. Er ist vom Wind weitergerollt. Das zählt auch nicht. Durch das Ding ist er weitergerollt. Er wusste schon wie. Das hat er gar nicht liegen. Lass noch nicht, Mensch. Der Rollwärts ist weiter, ja. Ja. Und in die. Nicht in die Sandgrube. Frank, der balanciert hier wunderbar über die Pumpe drüber. So, sein fünfter Schlag. Seine Tochter läuft natürlich durchs Bild. Es wäre ein super Dings, wenn es noch eingelocht wäre. Bernhard. Katharinchen ist dran. Zu feste. Drei habe ich jetzt, ne? Katharina ist dran. Knapp vorbei ist auch vorbei. Warum? Ja. Tja, 4. Auch vorbei. Ja, doch hab ich. Frank Einhesse, der sechste Schlag. Er ist schon im Schweiß ausgebrochen.
Der rollt aber noch. Jetzt ist Heike dran. Heike Roflowski. Auch daneben. Ich. Oder ist die Heike ist wieder weg? Ist jetzt wieder Frank der Häse. Siebte Schlag und drinne. Und Katharina. Was ist das Anna denn? Anna spielen hier. Ja. Pass auf. Jetzt verarschen hier oder was? Ja, jetzt hast du eingelocht. Genau. Dann leg mich wieder an den Rand. Das war nee, jetzt. Das war drin. Genau. Das hat der Bernhard jetzt so absichtlich gemacht. Also diese Bahn simuliert jetzt den Edersee. Also hier haben wir jetzt Bahn 13. Das soll den Segeln und den Wassersport quasi wiederherstellen, der hier am Edersee betrieben wird. Wir fangen hier wieder an, auf dem Grün. Also diesmal haben wir eine etwas blaue Bahn, na, durch das Wasser. Haben jetzt natürlich hier auch wieder die Sandbank, wo es jetzt quasi wieder einen Strafpunkt geben würde, wenn einer von uns da drauf liegen bleiben würde. Haben aber auch wieder da den Stein als Hindernis und müssen jetzt eigentlich im besten Fall versuchen, so ein bisschen durch das Geschlängelte da vorne bis zum Ziel Nummer 13 in das Loch einzulochen. Da, wo jetzt Bernhard gerade über den See läuft. Genau. Das wäre unser Ziel. Mit 3 Schlägen soll das zu schaffen sein. Schauen wir mal. Schauen wir mal, Heike fängt an. Der liegt mitten im Wasser. Der schwimmt die Eder runter. Die Sandbank, was eigentlich strafmäßig ist, aber hat ihm voll und gar nichts gebracht. Er hätte einfach die Bahn nicht verlassen sollen. Heike? Nee, Bernhard. Ach so. Genau. Wer vergisst mich andauernd? Ja, ich als immer. Schwiegersohn. Vor der Sandbank liegen geblieben. Blau im Blau. Die bleibt neben meinem liegen. Okay. Nur den Grün spielen. Oh, schiebt meinen wieder weg. Das ist dann eine Frechheit. Frank der Hesse. Ja. Daneben. So, Heike ist dran. Oh, das Loch gekratzt. Und er ist gleich nochmal dran. Und er ist gleich nochmal dran. Schiebt die Katharina nach vorne. Und ist nochmal. Nee, jetzt bin ich dran. Und der Hesse ist dran. Mit seinem dritten Schlag trifft er.
Der wird ja nicht eingelocht. Ah, oh, danke Heike, hast mich mit eingelocht. Und auch drinnen. Mitten drin auch nochmal eine schöne Ruhemöglichkeit mit Liegestühlen und Palettenmöbel. Und auch die Eiche Neora darf natürlich nicht fehlen. So, hier haben wir jetzt die Bahn 14. Das soll den Wildpark am Edersee nachstellen oder den Tierpark, den es hier gibt. Hier haben wir jetzt wieder den ausschlaggebenden Punkt. Haben wir jetzt hier gleich rechts schon wieder die Sandgrube beziehungsweise auch links das erste Hindernis mit den Waschbären drauf. So geht die Reise jetzt von dem Ball weiter. Am besten natürlich durch das Loch durch. Und dann da hinten wäre noch mal ein Hindernis mit dem Wolf und gleich das Fähnchen Nummer 14. Mit 4 Schlägen soll diese Bahn zu schaffen sein. Alter! Nicht schlecht. Die ist ja schon bei dem... Die ist schon beim Loch. Naja, entfernt. Ach du Scheiße! Heike hat ja nur schon alles hinter sich. Die liegt schon kurz vorm Loch, beim ersten Schlag. Frank Einhessel, erster Schlag. Wildpark Edersee. Die Heike gut, einfach. Durch. Alle bleiben vorm Loch liegen, nur Heike hat's geschafft. Und im zweiten Schlag hat es auch Bernhard hinter sich. Ja. Ja, der Ball ist da. Und da rollt noch und kullert noch und kullert noch. Hast du aufgeschrieben, hier zwei? Da ist ausgerechnet noch ein Kuppel. Der rollt noch wieder dahin, wo er jetzt liegt. Noch mal dran. Noch mal dran. Das ist doch dämlich. Noch mal dran. Jetzt aber durch. Wir sind nochmal dran. Oh! Ach nee! Ich habe mir das echt so verbockt hier, echt. Scheiße. Ich bin den jetzt hier rein. Jo, das war ja genial. Liegen die Kullern alle relativ dicht zusammen. Weiteste Entfernung bin, glaube ich, ich. Ja. Das ist ja cool. Das ist bestimmt auch lustig. Frank Einhessel ist jetzt mit seinem 6. Schlag zu Gange. Hast du dann die 3D-Brillen auch? Vor ihm ist Heike. Titscht da leider nicht an, aber es steht beim ersten Loch drin. Drin, durch meinen, abgelenkt. Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht hier.
Jetzt ist Bernhard dran. Das hätte ich nicht gedacht. Ah, schade. Der war drin und ist wieder drüber. Und Heike. Eingelocht. Mit zwei Schlägen die Bahn mit geschafft. Zwei Schlägen die Bahn Heike. Geschafft. Super. Super. Eingelocht. Ja. Frank der Hesse. Sein 7. Schlag. Und eingelocht. Damit habe ich diese Runde verloren. Ja. Ist der Nationalpark Kellerwald am Edersee, den wir hier haben. Ja, der im Endeffekt ganz viel Natur widerspiegelt. Ausschlaggebender Punkt ist hier. Dann haben wir hier verschiedene Hindernisse durch die Pflanzen quasi mittig durch. Da hinten nochmal ein Baum und ganz dahinter hinter dem Baum ist dann die 15. Und soll mit 4 Schlägen zu schaffen sein. Heike sticht schon mal vor. Heike! Heike! Ja, was sagt ihr hier? Heike! Wie weit schaffen wir es? Bahn 18? Bahn Nummer 15, Nationalpark. Er ist sehr entspannt, weil es eine Erhöhung gibt. Aber ist am weitesten dran, am Loch. Also ich muss jetzt erstmal eine Runde aussetzen, weil ich ja am weitesten am Loch bin. Nah am Loch bist. Nah am Loch bist. Nicht weit, sondern nah. Ja, stimmt. Nah. Katharina? Schon ehrlich am Ziel. Nein, was ist das denn? Katharina verlässt die Bahn. Aber dann darfst du da. Nee, dann darfst du da rein. Nichts da vorne rein, los. Blau? Da vorne. Ja. Einfach reinschmeißen. Hoi! Bernhard verlässt die Bahn und schubst auch gleichzeitig Heike raus. Schmeiß rein. Es zieht sich ja so allmählich zu. Also Heike ist jetzt dran. Jetzt ist Katharina dran. Der kommt gut. Und jetzt bin ich dran. So, bin ja weiter weg. So. Was war das jetzt nicht zu machen? Ui, Bernhard hat eingelocht. Das war der wirbelte Schlag. Mit dem dritten Schlag eingelocht. Jetzt der Frack. Jetzt ich. So. 4. Schlag, eingelocht. Katharina hat es auch geschafft. 3. Schlag. Mit dem 3. Schlag. Und Heike 4. auch Schlag. Mit dem 4. Schlag. Jetzt fängt so, jetzt sind wir bei der Bahn 16. Die nennt sich Aktivregion Wandern. Heike hat schon mal. Oh je.
ihren Ball draufgelegt und fängt schon mal an. Im Endeffekt geht das jetzt hier über die Brücke oder außen rum von dem Punkt bis da hoch ins Loch 16 nochmal über so einen kleinen Hügel und bis ins Loch Wir gehen ja schon wieder dahin. Ui. Der kam geflogen. Ui. Da war gleich nochmal. Leute, es wird langsam hier ungemütlich, windig und es blitzt. Bisschen ran hier. Frank der Hesse ist tapfer, auch im Unwetter nahend spielt er gelassen die Kugel und fast. Er rollt noch, aber knapp vor dem Loch. Heike ist im Netzfeld gefangen. Katharina ist als nächstes dran. Katharina. Achtung. Ach, bei Heike musst du noch mal einen Strich machen. Wieso ist das denn? Avenger Golf, Mensch. Ja. Aus Wetter. Also der Sturm, Leute, gehört zum Avenger Golf mit dazu, den wir hier gerade haben. Es sieht auch so aus, als wenn es hageln würde. Oh, guck dir mal das Wasser an! Du! Ja. Was denn? Das Wasser! Was ist denn noch? Ja und? Mann! Mein nächster Schlag ist jetzt auch gleich gemacht. Ich will den filme ich selber und ich okay. Drin. Bernhard auch drin. Nach der 16. Bahn abbrechen. 18 Bahnen gibt es hier, aber jetzt wird es ungemütlich. Oh. Boah, ey. Boah, ich habe hier einen Unterschlupf gefunden. Ich stehe hier. Aber toll. Der Unterschlupf ist auch jetzt nichts tauglich. Geh mal aufs Klo. Ich bin da nicht. Oh, hier. Ja. Die haben die Hütte zugemacht, ja? Ja. Oh mein Gott. Ich glaube, ich sehe jetzt auch etwas nass aus. Aber es gießt jetzt hier absolut in Strömen. Ja, auch mal wieder. Und gewittert natürlich auch. Es blitzt nämlich. Ich glaube, man ist heute schlimmer, die Welle. Wir haben noch zwei Bahnen. Oh. Also so, Leute, so wie es aussieht, müssen wir nach der 16. Bahn jetzt wirklich abbrechen. Und kommst du morgen wieder und sagst, du hast zwei Bahnen. Gut, sehen, das könnt ihr gerne machen. Ja? Wir müssen jetzt auch die... Eine gute Heimfahrt. Ja, danke schön. Wir müssen jetzt leider hier abbrechen. Also wir haben die 18 Löcher heute nicht geschafft. Ist natürlich bedauerlich, weil ich hätte euch auch gerne noch die restlichen zwei Bahnen vorgestellt. Na gut, es ist wie es ist. Also, ich freue mich.
Wie gesagt, wir mussten jetzt nach dem 16. Loch aufhören. Wir haben auch jetzt den Schläger abgenommen bekommen, weil das Unwetter wird heute nicht mehr enden. Und die haben jetzt die Hütte hier zugemacht. Tja, wir stehen also jetzt hier bei der Hütte noch. Katharina, meine Tochter, die lacht sich gerade schlapp. Das war gerade irgendwie lustig. Mein Schwiegersohn schaut ganz besorgt rein, aber nimmt es humorvoll hin. Genau. Oh, was war das denn? Ihr knallt, was? Und meine Frau, ja, Heike schreibt meinem Vater jetzt gerade, dass hier Sturm ist. Und jetzt hagelt es hier gewaltig. Ihr hört das wahrscheinlich. Leute, das sind Taubeneier, große Körner, die hier runterkommen. Jetzt mittlerweile aufgehört zu hageln, aber es regnet jetzt noch ganz tüchtig und wie man hört, ist auch noch Gewitter unterwegs. Da wird es aber wieder blau, der Himmel. Blitzen tut es auch noch, aber da oben kommt schon wieder blauer Himmel hervor. Ist was nass. Vielleicht gibt es uns die Schläger nochmal. So. Das war auf jeden Fall jetzt ein echtes Adventure. Golfen. Das kann man jetzt anders so nicht sagen, ne? Was? Aber es blitzt noch. Der Blumenkübel ist umgefallen. Oh, ey, guck mal. Hier muss man viel. Da liegen die Brocken. Ja, Leute, hier, wo wir gerade eben noch gegolft haben, seht ihr mal, was der Eisregen angerichtet hat. Die Sandgruben sind mit Wasser gefüllt. Selbst die Edertalsperre ist jetzt gut gefüllt. Haben wir jetzt auch noch mal eine spezielle Aufnahme, weil ja gleich neben dem Adventure sofort im Anschluss ein Kinderspielplatz ist. Das ist eigentlich ein Kriechtunnel für die Kinder mit einer Brücke oben drauf. Und hier sieht man jetzt auch, wie das Wasser hier durchschießt. Und hier gleich nebenan wird ein in Holzbauweise eine Feriensiedlung entstehen. Die soll bis zum August fertig sein. Ja, leider hat der Golfplatz jetzt für heute zugemacht. Uns fehlen noch zwei Löcher. Leute, die Wälder dampfen. Freunde, es geht noch mal weiter. Wir können die zwei Bahnen doch noch zu Ende führen. Dann spielen wir jetzt doch noch mal die letzten zwei Bahnen. Hier haben wir jetzt die Bahn 17, das ist Schloss Waldeck. Ja, hier ist natürlich der Abschlagpunkt. Da oben sieht man eine Nachbaude des Schloss Waldeck.
Hier rechts ist ein Hindernis von der Sandgrube her aus. Entweder man spielt jetzt oben rum oder hier irgendwo an der Seite. Jetzt muss man natürlich aufpassen, dass man nicht in die Sandgrube kommt und somit dann einen Strafpunkt bekommt. Und da hinten in der Wasserpfütze ist dann quasi das Ziel. Und es soll mit 5 Schlägen machbar sein. Hier wird jetzt so schnell gegolft, dass man gar nicht mehr hinterherkommt. Auf jeden Fall Katharinas Ball und Bernhards Ball sind wieder auf dem Anfangspunkt. Leck mich doch mal. Bernhards Ball hat den Stand verlassen. Ja, Heike liegt jetzt schon einmal im Wasser. Da muss ich mal sehen, wie sie dann drankommt. Ja. Katharina schlägt jetzt auch. Und der landet jetzt natürlich auch im Wasser. Meiner liegt noch vorm Wasser. Bernhard reiht sich bei mir ein und ist auch gleich nochmal dran. Bernhard liegt gut vorm Loch. Heike macht jetzt das Wasserduell. Weiß ist dran. Halt, Weiß ist dran. Katharina. Da wir jetzt andere Farben von den Bällen gekriegt haben, ist das jetzt alles... Ich weiß mal ein bisschen weg. Das verspielt... Das ist da, Dings, jetzt ist Gelb wieder dran. Jetzt ist Gelb wieder dran. Okay, Weiß. Weiß. Ja, Weiß hat eingelocht. Prima. Lass drin. Katharina hat eingelocht. Und Heike hat auch eingelocht. Der Letzte Frank. Holt die Bälle. Okay, dann jetzt. Hui. Nein. Jetzt bin ich dran. Das ist nach der Regenflut jetzt alles gar nicht so einfach. Und wie das einfach ist. Alles eingelocht. Dann kommen wir zu der letzten Bahn, das ist die Bahn 18. Das ist jetzt wirklich so, wie auch das Ganze heißt, Adventure Golf am Edersee. Wir starten wieder hier von dem Putz. Einmal durch die Holzbalken in der Mitte durch. Dann haben wir gleich schon das nächste Hindernis wieder, die Sandbank, wo es, wenn wir da drinnen landen, Punktabzug gibt. Das hatte ich noch nie. Heike. Heike war jetzt gut, platziert ihren Ball vom Loch fast. Katharina natürlich auch, sehr gut. Bernhard ist dran. Das sieht nicht gut aus. In der Sandgrube gelandet. Also ein Strafpunkt.
Aber er ist gleich nochmal dran. Das war auch wieder nix. Wo ist denn der Zettel zum Aufschreiben? Ja. Gut, ja. Und rechtzeitig, würde ich sagen. Ja, perfekt. Ich will aber fast schon. Gerne, Küste. Knapp vorbei ist auch vorbei. Aber er bleibt weiterhin am Spiel. Hätte auch schlimmer auskommen können. Auf jeden Fall. Aber ihr seid ja auch der Dicker. Von daher sehe ich das nicht so. Also bei Bernhard werden jetzt 10 Punkte aufgeschrieben. Er hat es nicht geschafft. Ich bin dran. Ich habe meinen Ball gut platziert. Ja, Heike platziert ihn auch gut. Katharina übers Loch drüber gerollt. Ich bin dran. Meiner ging jetzt auch gerade wieder über die Kante des Lochs drüber. Katharina hat ihn drin. Ebenso. Danke. Dankeschön. Heike hat ihn drin. Dann, ne? So links dann. Okay, alles klar. Und ich habe ihn auch drin. Wie viele Schläge haben wir jetzt gebraucht? Du 5, Katharina 4, Heike 5 und ich 10. Wollen wir immer beim Fragen, ob was reinliegt? Gut. Leg's einfach da hinten hin. Also die Anlage ist auch mit der vorgegebenen Zahl zu schaffen. So Leute, wir haben unsere 18 Löcher tatsächlich geschafft. Mit allen möglichen Handicaps. Aber wir haben es fertig. Zwischendurch ging mir jetzt leider der Akku von meiner normalen Kamera auch zu Ende. Das waren 2 Akkus, die ich heute verbraucht habe. Einen dritten habe ich leider nicht gehabt. Deswegen muss ich jetzt mit der Fotokamera weitermachen. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt alles hinter uns. Und die Bahnen sind tatsächlich in der angegebene Weise zu schaffen. Bei manchen Bahnen braucht man auch gar nicht so viele Schläge und bei manchen halt einfach ein bisschen mehr. Okay Jungs, ich verabschiede mich von euch für heute jetzt das letzte Mal und wünsche euch alles Gute. Bis zu unserem nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und gefallen. Bis dann. Tschüss. Ja Freunde, wir kehren jetzt nochmal bei Zündstoff City ein. Das ist auch hier am Edersee. Das ist eine kleine Westernstadt. Jetzt nach dem Unwetter, es regnet doch oder es regnet schon wieder. Jetzt mache ich hier nochmal einen schnellen Überblick. Das ist toll gemacht hier alles, hervorragend. Wade Earp, das Office, Butch Cassidy. Das Ganze werden wir uns noch mal irgendwann bei schönerem Wetter anschauen hier. Wir sind auch jetzt hierher gekommen, um was zu essen. Hier gibt es den Sitting Bull, General Custer, Bone Brothers, Samuel Colt. Auch der Doc Holliday ist da. Texas Jack. Big App. William. Josef Sundur, toll gemacht hier.
Tempo, das ist dann. So, und jetzt gehen wir hier im Imbiss-Biergarten etwas trinken und etwas essen. Auch klasse gemacht hier. Also ich habe jetzt Spare Ribs Western Art mit Schafersoße. Heike hat ihre Hähnchenbrust mit Pommes. Katharina hat Burger. Und Bernhard hat auch Zerrit. Sehr lecker. Na 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 na